Heute wollten wir mal über das Onboarding reden. Ja, ein ganz interessantes Wort, ja, für die, die es nicht kennen. Was ist denn ein Onboarding, Andrea? Tja, was ist ein Onboarding? Das ist ein ganz modernes Wort für den Prozess, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle. Also von Vertragsunterschrift bis wie wird der erste Tag gestaltet, was bringt derjenige alles mit und so weiter. Onboarding heißt, ich nehme einen neuen Mitarbeiter, sprich Mitarbeiterin, quasi an Bord. Wenn der mit an Bord soll, heißt er, er kommt in eine bestehende Teamstruktur hinein, die er ja erstmal von außen nicht kennt. Meist ist dem ja vorausgegangen eine Bewerbungsphase von den Menschen, die eingestellt werden. Ja, der neue Mitarbeiter kennt ja schon einige Menschen vom Team, oftmals aus den Gesprächen, ja. Das ist oft so. Weiß ich, ist nicht unbedingt aus dem Team. Meistens ja kennt er erstmal die Vorgesetzten, die Person, für die er dann arbeiten wird, in welchem Team er arbeiten wird. Manchmal vielleicht auch welche vom Team. Aber ich würde sagen, das ist der zweite Step, die Person dann dem Team vorzustellen und ins Team einzuführen. Mhm. Also in dem ganzen Bewerbungs- und Gesprächsprozess sind es oft eben die Personaler, die man kennenlernt, oder eben die direkten Vorgesetzten. Das Team kommt meistens erst, wenn man eingestellt ist und seinen ersten, zweiten, dritten Tag. Dann lernt man die kennen, ja? Ja. Und jetzt denke ich mal, es ist ja ein laufender Prozess. In einer Firma, einer Company gehen ja die Abläufe ganz normal weiter. Jetzt kommt ein neuer Mensch. Jetzt wäre es ja natürlich klasse, der könnte schon alles. Ja, man könnte ihn einfach laufen lassen. Aber es ist ja nicht der Fall, weil jede Firma hat ja eigene Abläufe, eigene Systeme auch. Systeme, wie man an Informationen kommt, ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Was sind denn jetzt die Must-Haves in der Onboarding-Situation, damit ein Mitarbeiter da reinkommen kann? Also Must-Have, es gibt ganz unterschiedliche Methoden, Mitarbeiter on-zu-boarden sozusagen. Die eine Firma bereitet eine tolle Willkommensmappe vor. Da steht dann von der Lage, von der Erreichbarkeit, die Telefonnummern, wer sind wir überhaupt. Also da gibt es so ein richtiges Portfolio an Infos allgemeiner Natur, die den Mitarbeitern erstmal ausgehändigt werden. Entschuldigung, da wären wir ja beim Idealfall. Der Mitarbeiter kommt, also das wäre jetzt etwas, wo ich sage, ist ja schon mal sehr schön, ja? Ist aber noch nicht der Idealfall. Aber es ist ein Anfang. Ist ein Anfang, genau. Wie oft geht auch da ganz vieles über das Thema persönliche Kommunikation. Und wenn ich jemanden eine Mappe in die Hand drücke und sage, hier findest du alles, was du brauchst, ist derjenige erstmal in der Pflicht, das durchzulesen, hat dann vielleicht auch wieder Fragen dazu, die muss er ja dann auch wieder irgendwo platzieren können. Also es ist besser, irgendwo hinzukommen, so eine Mappe zu haben, um den Einstieg zu erleichtern. Aber das ist der Idealfall, würde ich sagen, ist es noch nicht. Nee, hast du recht. Also der Idealfall bedeutet für mich nur, ich bekomme was an die Hand, wo ich zumindest mal sehen kann, was ist denn jetzt auch so die Firmenphilosophie? Mhm. Ist mir ja auch wichtig. Fühle ich mich da mitgenommen? Fühle ich mich damit zu Hause? Habe ich mir ja vorher schon angeguckt. Und jetzt, was machen die denn, also für mich als neue, ich bin jetzt der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin, wie kann ich denn jetzt hier in dieser Firma durchstarten? Wie kann ich denn zeigen, was ich alles kann? Das ist ja das, was der Mitarbeiter auch will, wenn er kommt. Genau, das ist, was er will. Ich denke, also eine Willkommensmappe oder sowas für den ersten Tag ist schon mal eine kleine Form der Wertschätzung. Also wir haben uns mit dir beschäftigt, du fängst jetzt hier neu an, wir haben schon mal was für dich vorbereitet. Das ist schon mal, fühlt sich besser an für die meisten Leute, als wenn da nichts gemacht wird. Ne? Dass jemand dann zeigen darf, was er kann, ist in vielen Firmen eben auch ein Prozess. Es gibt Firmen, die haben dann großen Vertrauensvorschuss, indem sie Leute einstellen, die sie ja auch einstellen wegen der Kompetenzen, wegen der Themen, die sie mitbringen, die von Anfang an Leute auch mitmachen lassen. Andere Firmen wiederum
räumen sich eine wochenlange Einarbeitungsphase ein, wo dann erstmal vorgestellt wird, was sind denn die Themen, was sind die Schnittpunkte mit deiner Arbeit. Naja, machen kannst du noch nichts, du bist ja hier neu, musst dich ja erstmal einarbeiten und so weiter und so fort. Da gibt es auch wieder eine riesen Bandbreite, die man da belegen kann. Toll ist es, wenn Leute eben von Anfang an auf irgendeine Art und Weise so mit eingebunden werden, dass sie sich auch gleich zeigen können und sich nicht erst zurückhalten müssen. Also auch von Anfang an irgendetwas Produktives leisten können, ist es vielleicht auch eine Herausforderung, dass dieser Mitarbeiter den Firmen nicht verloren geht, weil er überhaupt nicht für sich die Möglichkeit findet. Er sieht sie nicht, ja, ob die jetzt da ist, möchte ich gar nicht bestreiten, aber er kann sie eventuell nicht sehen, wo er jetzt gleich auch mitarbeiten könnte. Also Betonung liegt da noch auf Mitarbeiten, irgendetwas zu tun und auch den nötigen Input zu erhalten. Kann es denn sein, dass in einigen Firmen alleine schon auch das Potenzial von Mitarbeitern verloren geht, weil diese Mitarbeiter die Dinge, die sie brauchen würden, um ihre Arbeit durchzuführen, nicht finden können oder gar nicht wissen, wie sie jetzt an Informationen kommen, um überhaupt irgendetwas machen zu können? Natürlich geht das verloren. Das geht nämlich dann verloren, wenn man sie begrüßt mit ihrer schönen, schicken Begrüßungsmappe, ihnen dann noch zeigt, wo der Arbeitsplatz ist und ihnen dann im Rechner zeigt, wo ist das Intranet, wurschtel dich da mal durch, guck dir mal an. Also die Menschen, die ins kalte Wasser im Prinzip geworfen werden, das ist für mich auch nicht das, was ich unter wirklichem Onboarding verstehe. Aber die verlierst du, glaube ich, gleich am Anfang wieder. Wenn ich jetzt vorwiegend auch mal mit jungen Menschen arbeite, die jetzt noch auch am Beginn ihrer Karriere stehen, also die schon alle Ausbildungen abgeschlossen haben, auch schon Berufserfahrungen gesammelt haben, da schon wirklich fit sind, wie kann ich denn jetzt überhaupt zeigen, wo man denn in meinen verschiedenen Abteilungen an die Informationen kommt, die für diesen Arbeitsplatz wichtig sind? Ist es in dieser Mappe leistbar oder brauche ich da doch noch einen Menschen, der behilflich ist? Ich glaube, das ist in der Mappe nicht wirklich leistbar. Da kann man vielleicht so einen Anfangsimpuls setzen zur groben Orientierung. Ich denke, es ist ein Thema mit persönlicher Kommunikation. Also theoretisch, wenn eine Firma das richtig gut machen möchte, sollte sie entweder den Mitarbeiter am Anfang sehr stark entwickeln durch Feedback, also wirklich nah führen, austauschen, zu gucken, zutrauen, mach mal die und die Aufgabe, übernimm mal ein kleines Projekt, um dann auch zu gucken, was kann der schon, ja, was kommt da, ne? Mit? Ja. Wie selbstständig ist der? Wie viel Führung braucht er überhaupt? Wie viel loslassen kann ich mir erlauben? Das wäre ein ganz, ganz toller Anfang. Wenn das nicht funktioniert, dass die Führungskraft, weil die ja oft ja auch sehr belegt sind, wenn die Zeit nicht hat, wäre es toll, ein Mentoring-Programm aufzusetzen, wo man Leute eben gezielt einarbeitet, mitnimmt, sich ganz dolle austauscht, sich auch Feedback einholt von einem neuen Mitarbeiter, weil der bringt ja auch oft Impulse mit, die man vor lauter Betriebsblindheit im eigenen Unternehmen gar nicht mehr sieht. Also so ein Mentoring-Programm fände ich sehr zielführend oder eben auch ein Coaching, dass es vor Ort jemand gibt, der neue Mitarbeiter in ihren neuen Job reincoacht. Ja. Das stellt sich mir jetzt auch gleich die Frage, wer ist dann sinnvoll? Und damit kommen wir für den einen Teil, wobei ich sage, der muss zweiteilig sein. Hier dieser Podcast, brauchen wir dringend noch einen zweiten Teil dazu. Mhm. Für mich zeigt es auch sehr deutlich jetzt im Dialog, da gibt es ganz viele offene Fragen noch. Ja. Und eine der Fragen wäre für mich, ist es denn vielleicht auch absolut wichtig, die Führungskraft zu coachen? Wie mache ich denn diese enge Führung überhaupt? Viele Führungskräfte, so wie ich es jetzt wie ich es höre, wenn Menschen erzählen, wenn sie in einem Betrieb neu angefangen haben, ja gerade in größeren Companies, dass die Führungskraft erstmal überhaupt gucken muss, was darf ich denn da sagen, wie weit kann ich denn gehen, ja? Und das führt ja dann auch wieder zu ganz großen Unsicherheiten. Also eine Führungskraft muss auch bei sich sein in dem Moment und wissen, wo sie den neuen Mitarbeiter hinführt.
Ja, also erstmal braucht die Führungskraft natürlich Zeit dafür, ja. Ne? Ja. Die man ihr einräumen muss. Also das gehört für mich übrigens zum Thema Führung dazu. Und Führungskräfte sind oft, haben für das Thema Führung insgesamt gar nicht genug Zeit. Ja? Also es müssten klare Strukturen da sein, wie führe ich denn einen neuen Mitarbeiter und nicht so diese schon am Anfang diese Diskrepanz, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig? Ist es die Führungskraft oder ist das Entwickeln eines neuen Mitarbeiters wieder HR-Thema? HR hat aber auch wieder nur eine periphere Sicht auf das, was da überhaupt an Arbeiten anfällt. Also auf die Arbeiten haben die ja, HR hat ja eigentlich gar keine Aufsicht. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein Mentoring-Programm, ja, der Mentor ist aber dann nicht zuständig, weil dann wieder die Führungskraft zwischengeschaltet ist und es muss ständig gefragt werden, ist es nicht so, dass man auch, und ich würde es jetzt für den zweiten Podcast rüberziehen, Führungskräfte-Coaching und dann auch mal erst ganz eng mit dem Mentoring-Programm zu vernetzen, dass der Mentor auch weiß, was ist denn jetzt meine Aufgabe, was darf ich denn und wo muss wieder Führungskraft gefragt werden? Da muss halt eine klare Struktur her, ne? Da muss man mal wirklich ganz klar von vornherein festlegen, wie wollen wir denn Mitarbeiter wirklich onboarden? Welchen Part übernimmt die Führungskraft? Welchen Part übernimmt der Mentor? Wer muss denn wie oft mit wem reden und so weiter? Und dann kommen wir wieder in dieses klassische Thema der Kommunikation. Ne? Ja, und ich glaube, und damit schließen wir vielleicht How to Handle Life. Für die neuen Mitglieder in einer Firma ist die größte Herausforderung eine gewisse Schwammigkeit in der Ausführung, weil er dann auch wie ein Fisch erstmal schwimmt, ja, und nicht weiß, wie das jetzt richtig geht.